Improvisation und ein mitreißender Rhythmus. Jazz gilt bis heute als eine ganz besondere Musikrichtung. Jazz lebt von der Dynamik und dem Zusammenspiel der Künstler. Louis Armstrong gilt heute als der wohl berühmteste Jazzmusiker aller Zeiten. Beim internationalen Intöne Jazz Festival in Diersbach gab es heuer wieder 3 Tage voller Klangfarben, vielfältiger Charaktere und mystischer Grooves. Auf dem Festival treten herausragende Musikerinnen und Musiker aus aller Welt auf und schickten ihre Klänge in die Tiefen des Sauwalds. Wir spielen viel Jazz und Funk und Soul und wir machen das, weil wir es gern so wollen, dass es so groovt und dass es gemütlich ist und dass man so tanzen kann dazu ein bisschen. Jazz ist die Verschmelzung von Kulturen, Rhythmus, Lebensgefühl und der Sound von ganzen Generationen. Das ist so vielfältig und es ist extrem cool, hier so gute Musiker zu hören. Ständig. Die improvisieren, da ist ja eigentlich nichts abgestimmt in dem Sinn. Jeder spielt für sich und dann finden sie wieder zusammen. Und das ist einfach das Wunderbare am Jazz, dass praktisch, ja, das so alles so locker ist da. Weil es vielfältig ist, weil nicht Jazz eins wie das andere ist. Es ist halt einfach so variationsreich. Und es sind ganz tolle Musiker immer da. Und ja, es ist eine ganz spezielle Community, finde ich. Eine ganz spezielle Community. Von jung bis alt. Hier ließ sich jeder von den Klängen mitreißen. Festival-Feeling mit ganz viel Groove. Es entstand eine wunderbare Dynamik. Wir sind jetzt schon ein paar Jahre hier immer wieder dabei und es ist jedes Mal wirklich toll. Also die ganzen Leute sind total freundlich und es ist voll cool. Ich habe gestern mit einem von der Band gestern mich unterhalten, mit einem Schlagzeuger, weil ich spiele auch Schlagzeug in der Band. Das war total cool, der hat mir ein paar Tipps gegeben und ich finde einfach generell die ganze Atmosphäre hier ist echt super. Also ist sehr cool. It's raining. Es regnet und trotzdem kommen die Menschen. Ich war letzte Nacht auch hier und alle kamen und gaben den Musikern viel Energie. Sie lieben diese Musik und die Shows. Das spüren wir. Es ist also ein großartiges Gefühl. Ich setze mich da her und lass mich ganz einfach einhüllen von diesen unglaublichen Klängen. Es ist so eine große Bandbreite, die einfach für mich so bewegend ist. Beim letzten habe ich mich so eingehüllt gefühlt. Es war einfach, ich bin da gesessen, wir zwei, und haben uns tragen lassen. Es ist unglaublich, die große Vielfalt ist ganz großartig. Viele Besucherinnen und Besucher verbrachten sogar das gesamte Wochenende am Festivalgelände. Ich finde das grandios, mir taugt das total. Eine Dusche für 200 Frauen, super, es funktioniert. Das Besondere da, finde ich, ist das, dass es sehr, wie sagt man das jetzt, es ist eher praktikabel aufgesetzt. Es ist nicht so angeschleckt, so wie andere Festivals, wo es so, da gibt es das, da gibt es so, sehr, sehr entspannt aufgesetzt, das Ganze. Das gefällt mir. Also gehört man am besten eigentlich, da muss ich ehrlich sagen. Die Stimmung. Wie macht man Stimmung bei euch? Mit der guten Musik, gute Freunde treffen und einen guten Wein trinken. Und wir sind da eine ganze Gruppe aus Polischl und wir kommen alle Jahr. Und klasse ist das. Gechillt, also wirklich entspannt. Und man kann alles erleben, von eiskalt bis wahnsinnig heiß. Die Leute sind gern da, genießen es und das steckt an. Und wir haben uns für Sie, liebe Zuseherinnen und Zuseher, mal unter die vielen Camper gemischt. Wir wollten wissen, was es denn für ein perfektes Festivalwochenende alles braucht. Am Donnerstag haben wir natürlich ein Jausen mit, weil die Gastronomie noch nicht angeworfen ist. Ein bisschen an Wein und Bier, zusammensitzen, reden, Backgammon spielen, jetzt und die Musik genießen. Und den Platz haben wir uns deswegen ausgesucht, weil wir da direkt runtersehen. Wetterabhängig, aber wir haben natürlich hier großen Luxus mit unserem Wohnmobil. So wie wir ausgerüstet sind, ist es momentan wunderbar. Mit etwas Glück schaut man auf die Bühne mit dem Fernglas bei Regen. Ob Regen oder Sonnenschein, die Gesellschaft, das Miteinander und die große Bandbreite an Interpreten machten das Festival wieder zu einem ganz besonderen Erlebnis. Also.
Der SV Guntamatic Ried hat ihr letztes Testspiel gegen Debrecen aus der ungarischen ersten Liga in der Innviertel Arena bestritten. Das Spiel endete unentschieden mit 1:1. Die Oberösterreicherin. Das Magazin, in dem Gesellschaft zum Ereignis wird. Lesen Sie jetzt. Am Cover Caroline Anne Schiebel über ihr drittes Let's Get Visible Festival und Summertime, der Sommer in allen Facetten. Die Oberösterreicherin. Jetzt im Zeitschriftenhandel. Auch heuer war das Kunstseminar des Kulturvereins Scharding zu Ferienbeginn wieder gut gebucht. 11 begeisterte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die aus ganz Oberösterreich kommen und zum Teil ein sehr hohes Niveau an künstlerischer Qualität erreichen, nahmen am Seminar teil. Die warmen Temperaturen machen doch richtig Lust aufs Baden, oder? Und wenn Sie eine ruhige und erholsame Atmosphäre bevorzugen, haben wir den perfekten Geheimtipp für Sie: das Strandbad Perwank am Grabensee. Hier können Sie sich ins kühle Nass stürzen und das Leben im Wasser in vollen Zügen genießen. Die sanften Hügel und das Bergpanorama in der Ferne schaffen eine malerische Kulisse, die zum Entspannen und Genießen einlädt. Ein kleines Paradies mit einer rundum herrlichen Seenlandschaft. Die Dinosaurier. Sie hatten oft eine unvorstellbare Größe, waren teilweise richtig gefährlich. Kein Mensch hat sie jemals gesehen, trotzdem üben sie eine ungebrochene Faszination auf uns aus. Ich finde es einfach schön zu wissen, dass es die früher gegeben hat. Und ja, ich finde es einfach faszinierend, weil sie auch so groß sind. Und manchmal sind sie ein bisschen gruselig, aber ich finde es trotzdem toll. Ich glaube, Dinos, das ist... hat Ähnliches wie mit Kraftfahrzeugen zu tun. Es ist groß, es ist schwer, es ist gigantisch. Das kann man eigentlich als Kind, glaube ich, gar nicht so begreifen von der Größe her. Und es ist auch jetzt nur faszinierend. Ich meine, man schaut da hoch, Mama, 4, 5 Meter, 6 Meter nach oben und sagt, okay, gut, dass du nimmer da bist. Den zeitlichen Abstand, das sieht man eigentlich, wie klar, dass wir Menschen sind. Das sind ja zig Millionen, seitdem es die nimmer gibt. Also das ist sicher sehr faszinierend. Ja, und natürlich die ganze Größe und das Gewicht von die Tiere, das ist auch Wahnsinn. Ich glaube, das waren einfach Wesen, mit denen wir jetzt so nie in Kontakt kommen und auch nie werden und zum Glück auch nie Kontakt gehabt haben und einfach auch diese Art und Lebensweise, wie sie vor uns gelebt haben und diese gigantische Größe. Ich glaube, dadurch, dass keiner wirklich so weiß, eigentlich, wie die ausgeschaut haben und die halt was ganz was Besonderes sind und die es jetzt eben nicht mehr gibt, vielleicht sieht man es vielleicht in einem oder anderen Amphibien oder so, sieht man es nur so ein bisschen wie im Krokodil, aber grundsätzlich ist es was Besonderes, weil es halt nicht mehr gibt und dementsprechend kann man sich das dann auch so selber ein bisschen vorstellen in seiner Fantasie, wie die eventuell ausgeschaut haben. Und wenn man die jetzt so als Figuren hier sieht, das ist natürlich schon nochmal was anderes. Einfach, dass man mal sieht, wie groß das sind. Manche rühren sie und bewegen sie, machen Geräusche. Da sieht man es halt wirklich, wie es früher gewesen sein muss. Also das ist schon faszinierend, und wie es ausgeschaut haben. Im Dinoland Katzenberg, dem Jurassic Park des Innviertels, leben heute noch mehr als 70 lebensgroße und realistische Dinosaurier auf einem 40.000 Quadratmeter großen Wald- und Wiesenareal, quasi in ihrer natürlichen Umgebung. Velociraptor, gell? Ein Stegosaurus haben wir noch, den Gigantosaurus, glaube ich, haben wir noch gehabt. Ich glaube, der berühmteste für uns ist jetzt mit der T-Rex, weil der einfach, und der Brachiosaurus. Allosaurus, T-Rex, Triceratops. Brachiosaurus. Velociraptor. Der Langhals. Der Langhals. Ich kann nur die T-Rex. Was fasziniert dich so am T-Rex? So, er ist groß und stark und cool. Welcher Dino gefällt dir am besten? Der T-Rex? Ja, der T-Rex. Die Besucher finden sich hier Auge in Auge mit den beeindruckenden Kolossen. Sie alle erzählen interessante Geschichten über ein längst vergangenes Erdzeitalter.
Aber auch heute gibt es noch viele Nachfahren dieser Urzeitriesen. Ja, eher Fischarten. Ja, Fischarten, viele, viele Echsen, sprich Salamander und sowas. Was ist noch? Wir haben vorhin gelernt, der Strauß ist noch ein Nachkomme von einem von den Dinos. Schildkröten sind noch mit den Dinos verwandt, ja, soweit ich weiß. Ja, Salamander und solche Geschichten, ja, das ist das, was wir wissen. Vor rund 66 Millionen Jahren verschwanden die Dinosaurier von der Erde. Doch was wäre, wenn sie noch heute unter uns wären? So wirklich, in echt. Ich würde mir einen nehmen, einen Pflanzenfresser und ihn zahm machen und ihn dann zu meinem Haustier machen. Ja, schwer zum sagen. Es ist unvorstellbar, dass man zu so einer Zeit hätte leben können. Und jetzt, was würde ich machen? Irgendwo schauen, dass ich die Flucht ergreife. Ich habe eine sehr spannende Sache erfahren, und zwar, es gibt offenbar aus einem Dino könnte sich der Mensch weiterentwickeln können, weil er schon ein relativ großes Gehirn hat. Ich weiß nicht mehr, welcher das war zufällig, und ich glaube, uns gab es gar nicht. Also die Affen knicken, wir wären gejagt worden und wahrscheinlich irgendwas aus den Dinos weiterentwickelt. Schwierig. Wenn es gefährlich sind, der Vorrenner. Wenn es zahm sind, wird man sich sicher gut damit verstehen, gell? Wird man auch noch das Haustier haben. Naja, so ein T-Rex als Wachhund wäre wohl der sicherste Schutz vor Einbrechern. Vielleicht ist es ja in ferner Zukunft möglich, die Dinos, so wie in den Filmen Jurassic Park und Jurassic World, zum Leben zu erwecken. Man weiß es nicht. Bis dahin aber dürfen die Urzeitriesen im Dinoland Katzenberg ein sicheres und ruhiges Leben genießen. Herzlich willkommen aus Wien. Wir dürfen in Rudi Anschober besuchen, unseren ehemaligen Landesrat. Du hast ein neues Buch. Und das, über das reden wir ganz kurz jetzt. Wunderbar. Gehen wir gleich ein bisschen. Ja, worum geht's in dem neuen Buch? Du hast gesagt, es ist ein neues Genre. Ja, es ist ein neues Genre. Es ist eine Mischung aus einem Sachbuch und einem Science-Fiction-Buch. Das spielt im Jahr 2040 hier in Österreich und zeigt, wie es uns geht, wenn die Klimawende umgesetzt worden ist. Also wir es geschafft haben, dass wir unsere Energie zum Beispiel selbst produzieren und vieles andere mehr. Und es zeigt einfach, dass es uns ganz gut geht und wie wir es geschafft haben, dass wir dorthin gekommen sind. Das Buch ist mittlerweile ein Bestseller in Österreich. Es freut mich total und ich habe viele Lesungen, auch viele in Oberösterreich. Das ist eigentlich am schönsten. Warum hast du das Buch geschrieben? Was war so deine Motivation dahinter? Die Motivation war, dass ich den Eindruck habe, dass ganz viele Menschen total negativ drauf sind, pessimistisch sind, resignieren, nicht mehr daran glauben, dass wir eine gute Zukunft haben können, gerade auch junge Leute. Und das ist aus meiner Sicht total schlecht, denn wenn wir nicht an eine gute Zukunft glauben, dann werden wir auch keine gute Zukunft haben. Deswegen habe ich versucht, ein sehr positives, hoffnungsvolles Buch zu schreiben. Und das ist, glaube ich, ganz gut gelungen, auch wenn es schwierig ist, weil wir tun uns immer beim Negativen leichter. Ja, aber du hast sehr viele unterschiedliche Facetten, glaube ich, in dem Buch auch behandelt, mit Experten, mit verschiedenen Fachbereichen. Genau. Die unterschiedlichen Themen halt thematisiert, die unser Leben so ausmachen und was notwendig ist bei der Klimawende. Mich stört ja unglaublich, dass die Klimawende so dargestellt wird, wie wenn alles verboten wäre, was schön ist. Das Gegenteil ist der Fall. Das Leben kann viel schöner werden und wir können eine gute Zukunft haben, wenn wir jetzt handeln und uns jetzt engagieren dafür. Das heißt, ist ein Chancenbuch? Ist ein Chancenbuch, ein Buch, das die Leser und Leserinnen ermutigen soll, das Hoffnung geben soll. Und ich merke bei den Lesungen, dass da der Funke eigentlich schon überspringt und sehr ermutigte Menschen auch dann eher bereit sind zu handeln und einen Beitrag zu leisten. Denn wenn ich resigniere, dann tue ich nichts mehr. Wenn ich keine Hoffnung habe, dann mache ich nichts mehr, dann engagiere ich mich nicht. Es braucht Hoffnung für ein gutes Leben, finde ich. Du bist auch in unserem Bezirk mit Vorlesungen. Ja. Ein Part ist der Energiestammtisch in Schlüsselberg. Ist der Energiestammtisch, denn der war ja immer
ein Schlüssel für diese gute Zukunft. Da sind viele Ideen diskutiert worden, die in dem Buch dann in Umsetzung gehen und die wir brauchen auf diesem Planeten, damit es uns gut geht in nächster Zeit. Und ich freue mich auf den Energiestammtisch schon total. Im Herbst alleine wird es alleine in Oberösterreich 20 Lesungen geben. Mhm. Und der Energiestammtisch ist mittendrin, geht los am 5. September in Luftenberg und endet irgendwann Ende November in Enns. Mhm. Das werden viele schöne Abende in Oberösterreich. Du bist ja jetzt in Wien. Wie geht's dir eigentlich? Was hat sich verändert? Jetzt, vielleicht darf ich das ganz kurz noch fragen. Ja, sicher. Was der Oberösterreicher und jetzt? Ja, das Leben ist natürlich ein anderes in Wien. Wien ist eine Großstadt. Wien ist sehr, sehr vielschichtig. Das mag ich grundsätzlich sehr gern. Hintergrund ist, dass meine Partnerin schon seit Jahrzehnten in Wien wohnt und von daher das für uns leichter ist auf die Art und Weise. Und ich habe ja nach dem Ausstieg, nach meinem Freiwilligen, das ist ja nicht so selbstverständlich in der Politik, dass man freiwillig aussteigt, aus dem Ausstieg aus der Politik, nach dem versucht, einfach mein Leben noch einmal ganz zu verändern und ganz was Neues zu probieren. Und da hat auch der Ortswechsel ganz gut dazu gepasst, aber wir wohnen da eher in einem grünen Bereich, gibt es auch in Wien und fahre aber sehr, sehr gern nach Oberösterreich zurück, habe meine ganze Verwandtschaft in Oberösterreich, viele Freunde in Oberösterreich, also das Wiedersehen ist dann immer wieder umso schöner. Und du hast ja Themen aus Oberösterreich auch vom Energiestammtisch mitgenommen in diesem Buch. Und genau. Mit dem Buch kommen dann Ideen vielleicht auch nach Österreich. So ist es. Und nach Wien. Genau. Herzlichen Dank, Rudi. Ich danke. Der Rotary Club Grieskirchen hat das neue rotarische Jahr mit dem traditionellen Übergabemeeting an der Spitze des Clubs begonnen. Robert Schneider übergab das Amt des Präsidenten bei herrlichem Sommerwetter im Restaurant Waldschenke Grieskirchen feierlich an Christian Höckner. Christian Höckner hat sich für seine Präsidentschaft ein besonderes Motto gesetzt, die Freundschaften innerhalb unseres Clubs zu leben und verstärkt soziale Projekte in der Region zu fördern. Dies betont seine Absicht, den sozialen Zusammenhalt und das Engagement in der Gemeinschaft zu stärken. Ein besonderes Highlight der Feierlichkeiten war die Ehrung des rotarischen Freundes René Schielin. Ihm wurde als Dank für seine Arbeit in der Funktion des Assistant Governor im Distrikt 1920 der Paul Harris Fellow mit 4 Saphiren überreicht. Zwischenzeitlich sind Kibibi und ihr Baby im Zoo in Schmieding bereits mit dem Rest der Gorilla-Familie vereint. Gemeinsam sind sie in der Innenlage unterwegs, kräftig krallt sich dabei der Nachwuchs an das Fell der Mama und blickt mit seinen großen Kulleraugen neugierig in die Umgebung. Aber auch umgekehrt, auch der Rest der Familie beobachtet neugierig, was der Kleine so macht. Übrigens, der Kleine hat jetzt auch einen Namen, er heißt Jabari. Trachtenwichtelstube. Größte Trachtenvielfalt für jeden Anlass. Die Oberösterreicherin. Das Magazin, in dem Gesellschaft zum Ereignis wird. Lesen Sie jetzt am Cover Caroline Anne Schiebel über ihr drittes Let's Get Visible Festival und Summertime, der Sommer in allen Facetten. Die Oberösterreicherin. Jetzt im Zeitschriftenhandel. Sie ist ein wahres Juwel und von weitem aus sichtbar, die Magdalenabergkirche von Bad Schallerbach. Hier werden kleine Gottesdienste gefeiert, sowie auch Hochzeiten und Taufen. Und es wird auch eine Abendmusik angeboten. Und wir schauen jetzt einmal hinein, was sich denn darinnen so alles verbirgt und treffen Christine Gruber. So, und bei mir ist jetzt da die Frau Christine Gruber. Frau Gruber, vielen herzlichen Dank, dass Sie mir Zeit nehmen. Sie machen ja da die Kirchenführungen in der Magdalenabergkirche. Und jetzt zu Beginn möchte ich gerne mal wissen, was ist denn das Faszinierende für Sie an dieser Magdalenabergkirche? Ja, also erstens einmal der Standort ist so wunderschön. Und dann, wir sehen von unserem Haus, ich wohne in Schallerbach, aus auf die Magdalenabergkirche. Ach, schön. Ja,
am Abend, wenn es beleuchtet ist. Mhm. Auch die Thematik in der Kirche gefällt mir so. Sie ist der Maria Magdalena geweiht. Mhm. Unser Haus am Fuße des Magdalenabergs heißt auch Haus Magdalena. Ist aber nicht so sakral, geht davon aus. Nein, nein. Meine Schwester ist auch nicht so sakral. Ja, ich liebe einfach die Kirchen auch, die Ausstattung. Und es ist das einzige alte erhaltene Bauwerk in Bad Schalerbach. Mhm. Also wirklich, ich empfinde, es ist ein Juwel. Wie alt ist die Kirche in etwa? Kann man das so genau? 1142 ist Schönau das erste Mal erwähnt worden und die Kirche hat dazugehört. Mhm. Und zwar zum Stift Mondsee. Mhm. Ne? Jetzt bin ich natürlich neugierig geworden. Von außen kennt man es ja, aber von innen kennen uns vielleicht die wenigsten Zuschauerinnen und Zuschauer. Und wir nutzen jetzt die Gelegenheit und schauen einmal rein. Ja, bitte. Bitte schön noch hinein. Was so eine schöne Kirche. Frau Gruber, Sie haben die nicht umsonst als Juwel bezeichnet. Und Sie haben auch zu mir im Vorfeld schon gesagt, das ist eine Art Frauenkirchen für Sie. Warum eigentlich? Naja, das ist eigentlich meine Definition. Ich sage, es ist eine Frauenkirche, weil die Frauen und das Private da vielfach dargestellt wird. Ja. Und gerade auch die Maria Magdalena, ne, die ja viele Künstler, Musiker inspiriert hat. Ne. Man kann sich da alles Mögliche vorstellen. Und es beruht ja auf den Evangelien. Ne? Da sind die beiden Bilder. Mhm. Das heruntere, wo die Maria Magdalena stirbt. Ja. Ein Totenschädel am Boden, sie als Büßerin wegen ihres Vorlebens. Mhm. Und ich habe geglaubt, die Engel bringen sie direkt in den Himmel. Ja. Da habe ich aber dann was anderes gelesen. Sie ist nämlich bei der Christenverfolgung ausgewandert nach Südfrankreich und dort hat sie lange in einer Höhle gelebt, gebüßt sozusagen. Und bevor sie gestorben ist, haben Engel sie zur heiligen Ölung, zu einer Kirche getragen. Und das wird da dargestellt. Okay, ja, jetzt kann man sich auch was darunter vorstellen, was das Bild eigentlich und aussehen soll. Im oberen Bild, und das ist eine ganz seltene Darstellung, da ist Maria Magdalena, also die war ja eine, die treuer war als die männlichen Jünger. Mhm. Die ist ja blind unterm Kreuz, nicht? Und sie war eine der ersten, die bei der Auferstehung dabei war. Mhm. Und dann geht sie da in den Garten und sie glaubt, es ist der Gärtner. Ja. Und der sagt dann, halt mich nicht fest. Mhm. Und es stellt sich aus, es ist Jesus, der Auferstandene. Und dass die Magdalena-Bergkirche wirklich zu Recht eine Frauenkirche ist, da haben wir sogar ein paar Beweisfundstücke, wenn man das so sagen darf. Ah. Da schauen wir mal in die Sakristei, weil da haben wir so ganz was Interessantes gezeigt. Ja. So, und das sind jetzt eben die angesprochenen Fundstücke, Frau Gruber. Zöpfe! Ja, das ist was ganz so was, man empfindet es fast als skurril. Ja. Die sind entdeckt worden bei einer großen Renovierung 68-69 in unserem vorigen Jahrhundert. Mhm. Und da waren sie beim Abschlagen des Mauerputzes hinterm Hochaltar da auf der Südwand, wo früher beim Erstellen des Gerüsts die Tram drinnen gewesen sind. Und da sind die eingestopft worden und dann zugemauert. Was hat es mit den Zöpfen auf sich? Naja, das kann man natürlich nicht so genau sagen, aber nachdem das Magdalenaberg eine Magdalenakirche ist, die Büßerin wird ja im Allgemeinen gesagt, dass das möglicherweise Büßerinnen waren, die da auf ihre Haarpracht verzichtet haben und, und spartanisch weitergelebt haben vielleicht. Und wie alt sind jetzt in etwa diese Zöpfe? Ich glaube, das ist nie untersucht worden. Ja. Entweder sie stammen aus der Barockzeit oder manche sagen aus dem Mittelalter. Wahnsinn! Wenn man dann aus der Sakristei herauskommt, dann fällt einem natürlich dieses Kruzifix auf. Und da gibt es ja auch eine eigene Geschichte dazu, oder? Naja, dieses Kruzifix, das ist eigentlich die letzte Station, die 12. Station eines Kreuzweges gewesen, der von Schönau, wo die ursprüngliche Pfarrkirche war, aufgeführt hat in den vielen Stationen. Mhm. Es ist ein barockes Kreuz und es ist gespendet worden von jemandem, der praktisch wegen seiner Konversion, also weil er dann Christ geworden ist oder vielleicht
Katholik, nachdem er zuerst Protestant gewesen ist. Und er hat das gespendet und es ist früher da gestanden. Mhm. Und hinten ist nur in einer Holzschnitzerei sein Name. Mhm. Dallinger hat der Kasten. Ja, und drunter ist eben diese Schmerzensmutter Maria, die die Treue bewiesen hat, mhm, bis zum Schluss. Mhm. Und wenn ich da jetzt raufschaue auf die Empore, da fallen mir natürlich diese schönen Bilder auf. Was hat es mit dir auf sich? Ja, die sind ein besonderer Ausdruck der Volksfrömmigkeit. Mhm. Ne? Und stellen Szenen aus dem Neuen Testament dar. Und das erste ist zum Beispiel die Berufung des Matthias. Der muss alles liegen und stehen lassen. Das zweite ist die Maria Magdalena vor der Steinigung. Mhm. Und ja, und da sagt Jesus dann, wer ohne euch, ohne Sünde ist, der hebe den ersten Stein auf und werf ihn auf sie. Mhm. Und das nächste ist wieder eine Frau, drum, ja, so viele Frauen. Das ist die Frau am Jakobsbrunnen, mhm, also die Ausländerin sozusagen, die Missachtete. Mhm. Und Jesus sagt, sie soll ihm zu trinken geben. Mhm. Und wer von diesem Wasser trinkt, von ihm, also mhm, der wird nie mehr dürsten. Beim vierten Bild sieht man dann die Heilung des Gelähmten. Mhm. Und beim fünften, und das finde ich wirklich wieder so schön, das ist der Zöllner Zachäus. Mhm. Da sagt ihm der Jesus, steig vom Baum hernieder und ja, sündige nicht mehr. Und der Zachäus gibt dann alles vierfach wieder, was mhm, er zu Unrecht erworben hat. Ein Platzerl hätten sie nur, was sie uns gern sagen möchten, gell? Ja, was mir besonders am Herzen liegt, das ist die sogenannte Anna Selbtritt, mhm, also auch eine Skulptur, eine Skulpturengruppe, mhm, Selbtritt, drei mhm, Personen, aus dem 15. Jahrhundert, so wie der Petrus. Und da schauen wir noch hin, würde ich sagen, oder? Bitte. Sehr gerne. Ja. Und da haben wir jetzt eben diese Anna Selbtritt und ich muss dazu sagen, ich habe den Namen noch nie gehört. Bin ich da Banausin? Sicher nicht. Ich glaube, das ist nicht so weit verbreitet, aber es bezeichnet genau, was es ist. Ne? Mhm. Und zwar sind es drei Personen. Mhm. Und in dieser Gruppe, in dieser Figurengruppe, sind halt die Lebensalter durcheinander gemischt. Ah, ja. Und die große Figur, die mütterliche, mhm, ist die heilige Anna. Mhm. Und das ist die Mutter der Jungfrau Maria. Mhm. Und da ist die Maria als Mädchen noch dargestellt. Wahnsinn, sie hat noch ganz selten, oder? Naja, das weiß ich jetzt nicht ja, so genau. Mit dem Goldreif und dem offenen Haar. Mhm. Und das ist irgendwie das Besondere. Da ist dann ihr Kind, mhm, obwohl sie nur ja, so ein halbwüchsiges ja, Mädchen ist. Und das Jesu-Kind nur halb nackt, wie ja, fast immer. Nicht? Das ist aber für mich so, weil Kinder halt verletzlich mhm, sind und eine Fürsorge brauchen. Und für mich streut es irgendwie so eine Weisheit und mhm, Ruhe aus und Sicherheit. Keine Enge, sondern einfach Geborgenheit. Mhm. Und deswegen mag ich es auch so. Und über der Anna Selbtritt befindet sich ja eben die Empore und somit auch die Orgel. Und da schauen wir jetzt noch hin, weil da gibt es jetzt noch eine kleine Überraschung. Schauen wir mal, oder? Bitte. So, unser Organist, der ist ja schon in den Startlöchern. Und Frau Gobi hat mir sagen lassen, da gibt es Beziehungen, da spezielle, dass der da heute spielt, extra für uns, oder? Ja, das ist nämlich mein Mann. Sehr schön. Ferdinand ja, Gruber. Ja, und ich habe ihn gebeten, wann ich jetzt schon die Führung machen soll, mhm, dass er mich unterstützt und dass er gerade in der Magdalena-Bergkirche was spielt, was dazu passt. Und zwar ist es aus dem Musical Jesus Christ Superstar, oh, das Lied der Maria Magdalena an Jesus. I don't know how to love him. Oh, dann sage ich gleich mal vorweg, vielen herzlichen Dank, Herr Gruber, und natürlich ein großes Dankeschön an Ihnen, Frau Gruber, für die vielen Informationen rund um das Juwel Magdalena Bergkirche. Vielen herzlichen Dank und Sie dürfen somit beginnen, Herr Gruber.